Und es waren natürlich noch nicht alle. In der neuen Folge von 4 werden wir sie aber platt machen. Vielleicht mal mit der Spielnetz. Ich glaube, das war ein Treffer. Und wir haben kaum noch Munition für die Knarre hier schon wieder. Wow. Jetzt richtig mal in Aktion, dann lebt die Knarre. Das wäre hart, wenn man echt mal solche Waffen entwickelt. Dann kannst du nicht mal mehr die Leichen identifizieren später. Ich brauche Muni, verdammt. Wieder mal eine Spritze. Oh oh. Boah, ich weiß gar nicht, wo ich mich da wirklich verschanzen soll. Da geht's ja auch lang, verdammt. Also bei der Waffe muss echt jeder Schuss sitzen. So, hier sind wir reingekommen. Alter, wie viel kann er denn ab? Da bin ich ja fast mit meiner Nagelpistole bei ihm besser bedient. Andererseits... Ich weiß nicht, am liebsten würde ich die jetzt austauschen gegen das andere MG. Aber die ist relativ stark, wenn man trifft. Da sitzt sie. Sie sind keiner von denen. Ach. Ich hatte schon alle Hoffnung aufgegeben. Gott sei Dank, sie lebt. Gib ihr ein Funkgerät. Hallo? Miss Wayne, wir holen Sie da raus, aber Sie müssen sich ziemlich beeilen. Ich muss zu meinem Vater. Wo ist er? Eine Art geheime Anlage. Hab noch nie davon gehört. Hat noch nicht mal eine Anschrift. Nur UTM-Koordinaten. Alle Eingänge sind versteckt, aber ich habe Codes dafür. Okay, laden Sie die Daten über die Anlage aus Wades Laptop hoch. Beschaffen Sie die Daten von Helen Wades Laptop. Ich brauche die Koordinaten und Zugriffscodes, die Wade für Alice dagelassen hat. Ja, okay, dann machen wir das erst. Okay, die Daten sind hochgeladen. Jetzt mal schöne Reihe nach. Gehen Sie aufs Dach. Ein Heli ist unterwegs. Sie meinen einen Helikopter?
Können wir nicht lieber fahren? Mein Auto ist unten in der Tiefgarage. Genau. Was, haben Sie Angst vor Fliegen? Naja. In der Luft sind Sie sicherer. Bestimmt. Na klar. Begleiten Sie Alice Wetzer. Tempo, holen wir meinen Vater. Evakuieren aufs Dach. Sie warten schön in einem sicheren Haus, bis das hier vorbei ist. Was? Keine Bange, Ihr Vater kommt zu Ihnen, sobald wir ihn gefunden haben. Auf keinen Fall. Ich gehe erst, wenn ich weiß, dass es Ihnen gut geht. Vergessen Sie es, ich gehe kein Risiko mehr ein. Ja, immer diese Zicken. Sie haben zwei neue Nachrichten. Erste Nachricht von Jack Habiger. Alan, hier Habiger. Ich weiß, was Sie darüber denken, aber es geht nicht anders. Wir müssen das Gewölbe säubern. Jemand muss da rein und aufräumen, sonst gerät die Situation völlig außer Kontrolle. Wenn Sie es nicht für uns tun, dann tun Sie es für Alice. Nächste Nachricht von Phil Vecchio. Alan, Sie hatten recht. Diese Irre will das gesamte Areal in die Luft jagen. Was glaubt ihr wohl, wer die Situation retten soll, wenn ihr Plan schief geht? Ich hab genug von diesem Mist. Bis die Medien Wind davon bekommen, will ich schon am Strand von Tahiti Schirmchencocktail schlürfen. Bis bald, Kumpel. Ende der Nachrichten. So, wir haben nicht wirklich Munition. Aber ich hoffe mal, wir brauchen die jetzt auch nicht. Klar, die können wir jetzt nicht öffnen. Jetzt geht's. Und er danzt. Hier dürfen wir jetzt nicht lang. Komm. Ich kann jetzt mal noch die drei Health Points nehmen, dann nehme ich das Medikit hier mit. Fertig ist das. Die Aufzüge waren aber, glaube ich, auch gar nicht mehr so weit weg hier, oder? Checkpoint. Warum hier ein Checkpoint? Was für ein Chaos. Ihre Probleme ist natürlich das Chaos hier, na klar. Oder ihr Problem. Wo ist die letzte Einheit? Der Typ. Oh, da war eine Tür. Die wir wieder mal nicht öffnen können. Der Typ ist jetzt aber nicht da hoch gelaufen. Klar. Ich habe doch die Bewegung doch gesehen aus dem Augenwinkel. Lass mich durch. Da ist der Fahrstuhl. Wahrscheinlich darf ich nicht mal mitfahren. Ihr macht echt keine halben Sachen, oder? Dö, 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 dö. Warum leuchten alle Etagen auf? Oh oh. Jemand drückt auf die Rufknöpfe. Fertig machen! Da. Auf ein neues.
Was passiert denn, wenn ich plötzlich in dem Moment rausgerannt wäre? Das ist übel. Woher will die denn vorher wissen, dass das übel ist? Was ist da los? Was ist mit dem Strom passiert? Oh no. Ich warte hier. Ich auch. Scheiße. Sie waren drinne. Hä, ich hab doch eben irgendwas aktiviert, oder nicht? Aber jetzt darf ich da lang. Ne, wie nett. Ah, das ist bloß wieder so ein Tor, okay. Gott, ey, hab ich schon wieder eine Gänse. Boah, ich dachte schon, da steht jemand. Och nö, nicht wieder sowas hier. Wie ist da alles schick hier gemacht? Und dann trittst du mal hinter die Kulissen. Sieht halt aus wie Sau. Komisch, dass sich unser Chef hier nicht meldet und sich aufregt, dass wir sie verloren haben. Ist das Ding jetzt hochgefahren oder nicht? Ich finde ja zwei Fahrstühle für so einen Riesenkomplex, falls es nur diese beiden sind, aber wahrscheinlich sind es mehr, finde ich dann schon wenig. Komisch, dass der erste scheinbar immer, wenn die uns noch nicht entdeckt haben, gleich stirbt und die anderen brauchen ein paar Schuss. Hier ein weiteres Treppenhaus. Scheinbar eine Versorgungsleistung hier irgendwie. Hä? Ach, da oben. Hier wird wohl wieder ein neuer Level geladen. Flucht. Situation. Der 4-Einsatzagent wurde von Alice weit getrennt. Ihr momentaner Aufenthaltsort ist unbekannt und sie reagiert nicht auf Funkkontakte. Interferenzen verhindern die Satellitenaufklärung durch Hannibal 3. Mission. Das primäre Missionsziel ist, Alice Wade zu finden und die HLZ für den EWAC-Helikopter zu sichern. Yippie. Eine Tür, die sich öffnet, ist meistens kein gutes Zeichen und daher mache ich hier auch ein Aufnahmepäuschen und die Folgenpause. Spitze, bedanke mich. Bis dann.